Nein, es gibt keine neuen Befehle. Ich schätze, wir sollten unsere Waffen erstmal gesichert lassen. Sie sollen uns anführen, oder sie sollen... Disco Baby. Die sehen furchtbar aus. Dutch wird sie lieben. Sie sind zurück. Gäste gehören nun mal dazu, wenn man in einer Bar arbeitet. Der hat gesessen, Dutch. Ich schätze, ich muss mich wohl auch an Sie gewöhnen. Na schön. Von mir aus können Sie Stammgast werden. Wie heißen Sie? Ryder. Ich bin Dutch. Und das da drüben ist Anan. Nehmen Sie sich vor ihr in Acht. Sie kann ziemlich bissig sein. Bissig ist gut. Ich kann damit umgehen. Ugh. So einer sind Sie also. Sieht aus, als wärst du in der Unterzahl, Dutch. Man sollte eigentlich annehmen, die Leute würden es sich zweimal überlegen, bevor sie auf den Kerl rumhacken, der die Drinks macht. Aber nein. Wo wir gerade von Drinks reden, wollen Sie den hier mal probieren? Ich werde ihn den Tall Moose nennen. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Ich meine, hallo. Willkommen in meinem Labor. In meiner Bar. Wie auch immer. Oh, Dutch, du gewöhnst dich ja langsam an die Situation. Mein Problem ist ja auch nicht die Situation, sondern die Leute. Sie labern mich ständig voll. Vermutlich können sie einfach ihrem Charme nicht widerstehen. So habe ich das noch nie gesehen. Moment mal, Sie verarschen mich doch, oder? Nein. Das würde ich nie tun. Na schön, hier, trinken Sie was. Kanaille. Also, bitte. Nicht Sie, der Drink. geht auf gesoffen. Danke, dass Sie mir Zugang zum Kulturzentrum verschafft haben. Es gibt hier so viel zu erfahren. Man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, das alles zu studieren. Wir hoffen, Sie haben Freude daran, mehr über die Vielfalt der Völker zu erfahren, die aus der Welt. Es gibt abertausende Jahre der Geschichte, bevor die Menschheit überhaupt auf den Plan tritt. Ich könnte mir gut vorstellen, mich hauptberuflich damit zu beschäftigen. Tja, zu schade, dass Sie schon einen Job haben. Was denken Sie über die Angara? Ich bin begeistert, eine neue Kultur kennenzulernen. Sie sind vorsichtig, aber das ist ja verständlich. Wir wären auch skeptisch gewesen, wenn in der Milchstraße plötzlich jemand vor unserer Tür gestanden hätte. Ich hoffe wirklich, wir können Sie von uns überzeugen und eine Freundschaft aufbauen. Aber ich schätze, das liegt an Ihnen, Pathfinder. Was wissen Sie über die Cat? Das ist eine Spezies, die wir nicht so bald hierher einladen werden. Ich hatte gehofft, unsere Begegnungen würden friedlich verlaufen. Aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt.
Wie sind Sie an diesen Job gekommen? In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben. Es gab für mich nichts Neues hinzuzufügen. Als ich von der Initiative erfuhr, verpflichtete ich mich sofort. Die Vorstellung, neuen Völkern zu begegnen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und an die Lebensbedingungen angepasst haben, ich konnte nicht widerstehen. Ja, dann hast du jetzt viel zu schreiben. Danke. Nichts zu danken. Sehen Sie sich ruhig um. Und wenn Sie kurz Zeit haben, kommen Sie bitte nochmal zu mir. Ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Ich habe gute Neuigkeiten. Wir haben Ihr verschollenes Apex-Team aufgespürt. Oh, was ist passiert? Die Cat hatten sie überfallen und ihre Kommunikationssysteme beschädigt. Airfrost-Truppen haben sie gefunden und die Cat zurückgeschlagen. Sie sollten in Kürze wieder hier sein. Ich werde Kandros darüber informieren. Er wird sich freuen, dass... Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Ja. Wir müssen Sie erklären. Mich erklären? Unsere neue Frau Ida drüben soll die Aufgabe unserer Pathfinder erklären. Aber sie hat beim Absturz sämtliche Einstellungen verloren. Wenn Sie sie reparieren könnten, wäre uns das eine große Hilfe. Reden Sie einfach mit der VE. Den Rest macht sie selbst. Danke. Nichts zu danken. Eieieiei. Jetzt bin ich Teil der Kultur. Die Nexus ist ein Ort der Freundschaft und der Zusammenarbeit. Wir freuen uns... Willkommen bei Zeta für Ihre Info-VE über Pathfinder. Ich wurde mit allen relevanten Daten programmiert. Aber Sie müssen festlegen, welche Informationen ich Priorität einräumen soll. Wählen Sie zuerst Ihre bevorzugte Stimme und das Erscheinungsbild aus. Männlich oder weiblich? Männlich, bitte. Variable festgelegt. Welcher Aspekt der Aufgaben eines Pathfinders soll hervorgehoben werden? Erkundung und Entdeckung oder Erstkontakt mit neuen Spezies? Wir nehmen Erkundung und Entdeckung. Variable festgelegt. Nächster Punkt. Soll ich die Bedeutung des Pathfinder-Teams hervorheben oder die der Pathfinder-KI? Rede über das Team des Pathfinders. Variable festgelegt. Letzte Frage. Soll ich Hinweise darauf geben, wie man ein Pathfinder wird oder frühere Pathfinder aufführen und damit ehren? Nenne die früheren Pathfinder. Setup abgeschlossen. Möchten Sie diese Einstellungen beibehalten? Für mich ist es so in Ordnung. Danke, dass Sie diese Info-VI über Pathfinder gewählt haben. Übernehme Änderungen. Hallo. Dieses Display beschreibt unsere Pathfinder, die Elite-Entdecker der Initiative. Erzähle mir etwas über Pathfinder. Pathfinder erkunden ferne Welten und entdecken vielversprechende neue Positionen für Außenposten der Initiative. Unsere Kolonisierungsbemühungen wären ohne sie gar nicht möglich. Wie wird man normalerweise ein Pathfinder? Unsere Pathfinder werden aus vielversprechenden Kandidaten sämtlicher Spezies ausgewählt. Frühere Pathfinder sind Alan Ryder, N7 Agent. Wir ehren ihn. Harter Job. Haben Pathfinder Hilfe? Jeder Pathfinder verfügt über ein Team von fähigen Spezialisten mit unterschiedlicher Qualifikation aus verschiedenen Spezies. Gefällt mir. Wenn Sie auf Ihren Reisen einem Pathfinder begegnen,
Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Verlust von Gian Garson groß. Die Gründerin der Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. Eine offizielle Ehrung ist geplant, zu der Direktor Jaren Tan allerdings bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Ohne Gian wären wir nicht hier. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, das zu überlegen, nicht, bevor wir feiern können. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Es wäre schön, wenn die Leute, die sie verbannen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern würden. Aber leider tun sie das nie. Schon witzig. Leute, die man tötet, kümmern sich durchaus um ihre eigenen Angelegenheiten. Und dann ist es total einfach, ihnen wieder abzunehmen, was sie gestohlen haben. Sollten ihnen diese Arschlöcher begegnen, können sie alles wieder in Ordnung bringen. Das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrer Schwester im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Ja, das war es. Ich hatte keine Ahnung, dass wir das können. Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen. Und ich dachte, 600 Jahre Flug in eine neue Galaxie wären Science Fiction. Jeder Tag bringt was Neues. Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Es war daher sinnvoll, dass Lexi und ich die Plätze tauschen. Sie ist jünger, also für Asari-Verhältnisse. Die sind ja mit 200 noch Teenager. Und sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Das wäre alles, Harry. Danke. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Verlust von Gian Garson groß. Die Gründerin der Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. Eine offizielle Ehrung ist geplant, zu der Direktor Jaren Tan allerdings bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Ohne Gian wären wir nicht hier. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, zu überleben, bevor wir feiern können. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Die Oh, ich kann's gar nicht erwarten. Pathfinder, ich habe gehört, der Angara-Planet Aya soll ein Paradies sein. Endlich haben wir eine großartige Welt gefunden. Wann ziehen wir dort ein? So etwas braucht Zeit. Es gibt nicht viel Platz auf Aya und wir sind immer noch dabei, Ihnen zu beweisen, dass wir es ehrlich meinen. Aber wir müssen selbst großartige Planeten finden. Für uns alle. Stimmt. Aber hey, jetzt wissen wir wenigstens, dass es mindestens einen gibt. Richtig? Sie schaffen das schon. Machen Sie so weiter, Pathfinder. Danke dir.
Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, nachdem bei Ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert worden war. Es ist simpel. Wir nehmen Sam. Wen? Die KI. Simulierte adaptive Matrix. Sam. Wir nehmen deine Forschung und koppeln Sam mit einem Implantat. Meine Arbeit über Bioimplantate war erfolgreich, aber das... Ich weiß nicht. Was hat der Arzt gesagt? Alec. Was hat er gesagt? Es wird schlimmer. Damit ist alles klar. Es wird klappen. Sam, heilt dich. Alec, ich bin kein Krieg, den du gewinnen musst. Du bist kein N7 mehr. Das heißt nicht, dass wir... Sie haben dich deshalb aus der Allianz geworfen. Es geht hier um dein Leben. Alec, aber vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich bin ein Mensch. Wir sterben. Ist nun mal so. Alec, bitte. Dich zu verlieren ist keine Option. Und die Kinder verlieren ihre Mutter nicht. Sie hatten schon keinen Vater. Dann sei einer. Sie würden ihn umtauschen. Kann dieser Sam schon sprechen? Hallo, Alec. Wir waren in einem Raum zum Zahnarzt. Zur Wurzelbehandlung. Humoralgorithmen. Er begreift's noch nicht so ganz. Könnte aber auch am Lehrer liegen. Ja, könnte es. Das fühlte sich völlig real an. Mom war da. Am Leben. Es war mein erstes Zusammentreffen mit Ellen. An diesem Tag begann mein Unterricht über die menschliche Sterblichkeit. Ihre Mutter schien auf den Tod vorbereitet zu sein. Mom dachte immer praktisch. Es zu leugnen hätte kein Problem gelöst. Aber Alec hat es nicht so gesehen. Er hat nicht nachgelassen. Die Logik kannst du vergessen, wenn deine Frau stirbt. Ich begreife langsam, woher die Entschlossenheit ihres Vaters kam. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war. Ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Gib her, Alec. Wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Log. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt, was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was? Der Auslöser der Revolte. Der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir für selbstverständlich halten. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer.
Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Ryder. Balavon hat gesagt, sie suchen nach mir. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Ex-N7 den Shadow Broker sucht. Ich kann alles besorgen. Falls sie bezahlen. Sehr nach dem alten Shadowbroker.